Was war das? Hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video from yours truly. Warum mache ich so? Vielleicht, weil es heute um Haare geht, denn ich war neulich auf Amazon unterwegs und fand diese merkwürdigen 36-teiligen Sets. Irgendwas mit Haarkits, die kommen höchstwahrscheinlich irgendwo aus Asien. Ich bin gespannt, ob die was können. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Ich habe ja schon mal in Amerika so komische Haartools getestet. Das verlinke ich euch gerne mal. Das ist schon alt. Aber ich mag das eigentlich ziemlich gerne, mit euch Tests zu machen. Warte, habe ich die ganze Zeit Lippenstift? Ich kotze. Sorry. Ich weiß leider nicht, wie man sich schminkt. Wir testen, ob die was können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wie ihr sehen könnt, sind die beide doppelt und dreifach in Plastik eingepackt. Richtig schön, ne? Plastikverbrauch, yay. Ich weiß noch nicht, welches ich unseriöser finde. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Das hier ist in dieser 25-Teile-Tüte gewesen. Also eine Tüte mit ganz vielen Einzelverpackungen. Wie unnötig ist das bitte? Oh, ich fühle mich jetzt schon schlecht, dass ich es bestellt habe. Die packen einfach... Was? Die packen also in eine Extra-Tüte, oh, da ist noch was drin, 25 einzelne Verpackungen, die sie bei irgendwelchen unterschiedlichen Firmen gekauft haben. Das ist mal seriös. Wow. Kurzer Disclaimer, da werden natürlich auch normale Haarsachen drin sein, zum Beispiel, keine Ahnung, Haargummis oder sowas. Ich möchte mich vor allem auf die merkwürdigen Sachen konzentrieren. Also das Set, das 25 Teile hat, hat einfach 10 Euro gekostet. Und das Set, das 11 Teile hat, hat 17 Euro gekostet. Let's open it. Mein ökologischer Fußabdruck heute ist so groß wie Deutschland, glaube ich. Ich fühle mich echt schlecht. Guckt euch mal an, wie angedatscht diese Tasche ist. Ich werde die Sachen übrigens danach dann verschenken an irgendwelche Mädels, sofern die Sachen hier nicht gefährlich sind. Ich hoffe, hier ist nicht so ungefährlich. Eine, sowas wie eine Anleitung dazu gepackt. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade Locken habe, wenn ich eh weiß, dass ich meine Haare, weiß ich nicht, kann die Knoten wahrscheinlich nachher rausschneiden. Okay, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Von links und von rechts. Okay, ich brauche ein Spiegel. Ich werde meinen Kopf nicht viel bewegen. Ich habe es jetzt ein bisschen vom Spiegel probiert. Da. Also, ja, ich glaube, das spricht so ein bisschen für sich. Also ich habe es echt probiert. Und das Problem ist, direkt beim Einfädeln haben sich hier unten immer alle Haare verwickelt und verknotet, wenn man nur so drankommt. Und das war ein kleines Chaos gerade und ein kleiner Struggle. Ich glaube, oh, von vorne sieht es gar nicht so schlecht aus. Hallo. Also, die Idee ist ja gar nicht so übel. Ich persönlich würde mich lieber stundenlang damit beschäftigen und flechten lernen, als zu lernen, damit umzugehen. Ich glaube, wenn man das an einem anderen Kopf macht und nicht hinten, weil das ist nochmal doppelt so schwierig, weil hinten ist das Schwierigste für Frisuren, dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen besser. Ich kann mir generell ganz gut vorstellen, dass so ein Frisurenset gerade bei jüngeren Mädels gut ankommen könnte. Also zum Beispiel, wenn man das irgendwie jemandem zum Geburtstag schenkt, dann kann man das bei einem Mädelsabend ausprobieren und dann lacht man sich halt schlapp, weil das halt kacke aussieht oder so. Dafür sind diese Kits halt eher geeignet. Ich glaube, für den alltäglichen Styling-Gebrauch bisher eher nicht. Aber wie gesagt, ich bin hier unvoreingenommen. Ich muss erstmal gucken, wie ich das wieder rauskriege. Oh. Hey, das ging noch easy peasy. Lemon squeezy. Die haben jedenfalls hier so eine Karte mitgelegt, wo man ja, zu so einem E-Book kommt, was man sich runterladen kann. Das habe ich jetzt hier gerade auf dem Handy. Also das ist echt umfassend. Testen wir doch als nächstes das hier. Also irgendwie ist es für den Dutt und es soll dann halt so ein bisschen aussehen wie so eine Schleife, glaube ich. Ach, ist ja süß. Hier ist ein ganzes Set dabei, was... Plastik in Plastik in Plastik in Plastik, also. Okay, wow, sehr gut. Das ist cool, super. Also hier nochmal extra Bobbypins in der Tüte von der Tüte der Tüte. Die süßen bunten Bobbypins werde ich verschenken an jüngere Menschen. Aber wir können ja den super schönen lila Haargummi benutzen. Yay! Ich würde sagen, der Pferdeschwanz kommt jetzt erstmal hier so durch irgendwie. Ach nee, ist es sowas, wo man das so eindreht? Also man zieht es dann bis zum Ende. Okay, meine Haare, das kommt damit nicht klar gerade.
Warte, wenn ich jetzt dran ziehe. Okay, ich habe das Gefühl, das reißt gleich in meinen Haaren. So? Ja. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich finde es wunderschön, okay? Also vom Prinzip her funktioniert es, würde ich sagen. Das kam mit meiner Haarlänge und dem Volumen, weil ich jetzt Locken habe, nicht ganz so zurecht. Aber generell hat es jetzt erstmal gehalten. Und ich meine, natürlich, wenn man es richtig haltend möchte, dann... man kann es ja so... Jetzt habe ich Öhrchen. Dann würde ich das noch mit ein paar Bobbypins feststecken oder sowas. Immerhin, eine Sache hat bisher meinen Test bestanden. Stiftung Kati-Test. So, ich mache meine Haare gerade in einen Dutt zusammen. Das ist jetzt nichts Neues mehr, aber tatsächlich habe ich die, glaube ich, noch nie benutzt. Und zwar sind das solche komischen Spangen, die man so eindreht. Und die sehen tatsächlich ziemlich vielversprechend aus. Also ich finde die Qualität tatsächlich in Ordnung. Also die lassen sich jetzt nicht verbiegen oder so, was man meinen könnte. Und die sind sogar noch hübsch und die sind Rose Gold. Damit hat man mich ja sowieso. Und ich habe gehört, dass die halt so mega krass halten sollen. Und ich probiere es jetzt einfach mal so reinzudrehen. Hier ist keine Schwange oder sonst irgendwas drin. Nein, es klingelt. Okay, kurz ein Paket angenommen. Aber Leute, da ist jetzt gerade nur eine von diesen Nadeln drin. Hier sind auch nur zwei dabei. Und es war so easy. Wenn ich hier jetzt noch die zweite reinmache, ich mache die zwischen dem Dutt und der Kopfhaut sozusagen rein. Okay, also ihr seht es ja hier. Und ich drehe das jetzt einfach nur rein. Krass, Leute. Okay, ich würde sagen, das hat meinen Test sehr bestanden. Kann man das mit sehr gut bestanden? 1-0. Vielleicht ist es für alle interessant, die das mit dem Hochstecken noch nicht so ganz raus haben. Ich glaube, für Anfänger ist es eine ganz coole Idee. Einfach diese Drehnadeln zu benutzen. Kriege ich die jetzt wieder raus? Scheiße, haben die sich in meinen Haaren verhakt? Ich glaube es ja nicht. Aber hey, immerhin hält es. Das ist echt schmerzhaft. Okay, ja, ein Bobbypin, das kann ich einfach rausziehen. Also bis aufs Rausmachen hat es den Test bestanden. Das hier war auch noch dabei. Das sind irgendwelche merkwürdigen Lockenwickler. Ich werde jetzt hier nicht probieren, ob die Locken schön lockig machen, weil das sind eh nur 5. Mit 5 kann man seine Haare einfach nicht komplett locken. Es sei denn, ihr kennt die, dann haut mal raus. Ich glaube, ich würde jetzt meine Strähne unten irgendwie einklemmen, weil die haben ja so Gummis dann. So vielleicht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oder zieht man die immer wieder durch? Naja, oder man hält die eine Seite fest und macht dann so. Das kann doch niemals immer durch die Gummis durch? Naja, vielleicht. Dieses Haarkit hatte übrigens 2 Rezensionen. Wow. Also jetzt habe ich es immer durch die Gummis durchgewechselt. Ich glaube, so wird es auch letztendlich gemacht. Finde ich ein bisschen umständlich. Aber das raus. Ach, bin ich dumm? Ich bin dumm. Ich bin definitiv dumm. Wow. Okay. Aua. Also, man konnte das Gummi die gesamte Zeit abmachen. Dann ist es tatsächlich gar nicht so schlecht, weil man kann dann einfach... das drumwickeln. Wie schnell war das jetzt im Vergleich zu dem anderen? Und dann macht man hier den Gummi rein und dann halten die. Das ist schon ziemlich gut. Ich glaube halt nur, dass es hier dann einen Abdruck geben wird, aber ist ein Anfang. Und diese Sachen hier werde ich nicht reviewen. Und dann habe ich jetzt gerade überlegt, was in aller Welt das hier ist. Und bin dann letztendlich drauf gekommen, dass es wahrscheinlich einfach nur ein Haarband ist. Trägt man sowas heute noch? Oh! Cute! Ich fühle mich, als wäre ich wieder 12. Ich habe die wirklich mit 12 getragen. Also ich war richtig... Leute, ich hatte so viele Haarreifen, ihr wisst es nicht. Ich glaube, die Haarreifen-Ära ist vorbei. Was ich aber wirklich spannend finde, ist das hier. Und zwar ist es, glaube ich, so eine Art Flecht... Hilfe. So sieht das Ganze aus und teilt die dann in 3 Strähnen und dann fädelt man die auf. Und das letzte mache ich mal hier hin. Ja, könnte eben für Anfänger eine Idee sein. Ich bin gespannt, ob ich das als blutiger Anfänger hinkriege mit diesem Gerät. Da ist noch immer noch eins frei und da kommt dann, denke ich mal, immer der Zopf hin. Also jetzt fangen wir halt damit an.
Und dann, also immer die linkeste Strähne und dann die rechteste Strähne. Warte mal, jetzt habe ich was verkackt. Scheiße. Hier hin. Warte mal, jetzt habe ich es aber wirklich. Hä? Hier bin ich dumm. Nochmal. Also erst von der Seite. Dann von rechts. Aber jetzt habe ich ja das gleiche Problem. Ich habe hier kein Links. Das überfordert mich. Von rechts. Von links. Ja, dann habe ich das gleiche Problem. Take the right amount of hair. Repeat in the order, shown in the picture. Then finished. Ich krieg's echt nicht hin. Also, ich habe mich nochmal schlau gemacht und andere Leute haben das gleiche Problem wie ich scheinbar. Und selbst mit der Anleitung ist es merkwürdig und sehr kompliziert. Aber das verdient meine Energie hier gerade nicht. Und zu guter Letzt möchte ich noch das hier testen. Das hier ist so ein Tool, mit dem man sich eingedrehte Haare machen kann. Also erstmal muss ich das hier aufmachen. Das ist wie so eine Spange. So, perfekt. Das kann ja nur gut werden. Jetzt habe ich schon wieder falsch rum, kann das sein? Jetzt nehme ich mir hier eine Strähne und versuche die hier so rein zu dingsen. Okay. Ich habe mich alle erwischt, aber so ungefähr. Was habe ich mir dabei gedacht? Warum gibt es sowas? Oder soll das hinten rum? Das kann natürlich auch sein. Aber das wäre so doppelt gemoppelt. Oh, so vielleicht. Okay, also es muss einmal rum und dann vorne einfädeln. Ich hasse mich jetzt schon dafür, weil meine Haare so verknotet sind, dass ich einfach nur weinen möchte. Ah, okay, das funktioniert besser. Das hat doch super geklappt. Yay. Okay, das hat den Test logischerweise auch nicht bestanden. Ich mach's wieder. Okay, also meine Haare fühlen sich gerade nicht, oder meine Kopfhaut fühlt sich nicht sehr gut an gerade, weil ich hatte schon viele Knoten in den Haaren und ich hasse das eigentlich, wenn man so richtig an meinen Haaren zieht. Wie gesagt, glaube ich nicht, dass das etwas ist, was man in seine tägliche Styling-Routine einbauen würde, bis auf das eine oder andere, wie zum Beispiel diese Drehklammern. Die haben schon ziemlich gut gehalten, also vielleicht möchtet ihr die mal austesten. Aber der Rest war... der war nichts für mich. Aber ist vielleicht nett für einen Mädelsabend, glaube ich. Ich bin jetzt gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Denn ich lade jede Woche ein neues Video hoch. Bis zum nächsten Video könnt ihr euch noch diesen Vlog hier anschauen. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Macht es gut. Tschüss.